So, und. Da stand angeblich meine Zeitung drin. Okay, keine Ahnung. So, und jetzt um nochmal hier. Schlussendlich ein Fazit, bisschen noch so sehen von der E3. Ich fand, es war insgesamt auch von allen Publishern her eine geile E3, definitiv. Vor allem Microsoft hat mich auch sehr überrascht mit der Xbox One X und den 4K-Feature. Das ist so nice. Da geht Microsoft wirklich einen Schritt in die Zukunft und hat die Nintendo, wie ich finde, die E3S gewonnen. Weil ich fand, Sony war ein bisschen knapp. Die haben nur Spiele gezeigt, von denen die meisten bis auf ein paar Ausnahmen wirklich nur mittelmäßig waren. Microsoft hat jetzt auch noch eine neue Konsole gebracht. Daher Xbox One X, die ist auch erst gut geworden. Also, ich finde, die ist eigentlich so auch erst gut geworden. Setzt total auf 4K. Und die Spiele, die man gesehen hat in 4K, das sah halt schon richtig, richtig gut Ja, aus. aber so gesehen hat sie Muss ich schon hinterher keinen sagen. großen davon der alten wieder her. Du hast immer dieselben Funktionen dann wahrscheinlich noch. Und ansonsten, Ich verstehe nicht, warum ja. man solche sinnlosen Funktionen wie Skype oder so in eine Konsole reinbaut. Ja, gut. Ja, Skype ist wirklich sehr gut. Es gibt auch für Wii U. Gibt es auch dieses Head. Habe ich nur einmal benutzt. Ja, Wii U schätze ich auch. Einmal und es hat dann instant nicht funktioniert, ne? Aber wieder Es zurück. laggt Ja, instant. ach nee. Aber um wieder zurück zum Topic zu kommen. Ich fand, PlayStation hat eine letzte Präsentation gemacht. Die war nicht gut. Ich meine, die haben einiges an Games gezeigt und es war schon aufwendig gemacht und sah auch schon cool aus, alles. Das nicht. Ich bin Aber. gespannt auf die neue PlayStation, wenn sie rauskommt. Das stimmt, aber da wird es als nächstes ja was zu geben. Ubisoft Ja. hat einiges geilen Hit gezeigt. Far Cry 5, mein persönliches Highlight von der diesjährigen 3 tatsächlich. Weil das hat einfach alles, das Spiel. Das hat etwas von den Far Cry-Teilen und hat so den Western-USA-Style. Das finde ich ganz cool. Ich finde, Ja. Dings, sie sollten mal so ein Spiel entwickeln, mal vielleicht mit so. Weißt du, wo auch so Disney-Charaktere und so enthalten sind, nochmal, weißt du? Ah, so eine Art, Gott, wie ist das Das dieses hatten sie Spiel? ja auch, das hatten sie auch mal vor ein paar Jahren nochmal gemacht, 2011. Für, als die Xbox Kinect ja noch neu war, ne? Ja, aber das stimmt, das ist Kinect tatsächlich Adventure, so. da hatten sie auch Naja, Pixar-Figuren und dann drauf, hat die halt die Klassiker wie Suspense oder so. Kann man jetzt von halten oder nichts? Wie findest du Suspense? kenne ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ja, das ist dann irgendwie mal dasselbe. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber was auch noch ein Highlight war, finde ich, von Ubisoft, das sollte mehr oder weniger auch eine Überraschung sein, war dann letztens aber irgendwie keine Überraschung, war Super Mario plus Rabbids Crossover. Ne, ich weiß nicht mal. Battle, irgendwas, auf jeden Fall ist Mario plus Rabbids. Fand ich schon cool, das Spiel hat auch Potenzial. Also, es hat mich bis jetzt noch nicht so direkt überzeugt. Aber es hat durchaus auch Potenzial. Dann hatten wir noch Bethesda. Ja, die habe ich jetzt. Ich habe jetzt alles gesehen. Bethesda fand ich jetzt, die hatten nichts überzeugend. Es war noch eher so Background-mäßig, wie ich es fand. Kann mir nicht viel zu sagen. Ja, und das hatten wir Nintendo, wie gesagt, Lagali E3. Hatten viele coole Sachen angekündigt. Super Mario Odyssey hatten die ja 3-4 Mal gespielt. Ein Traum. Erscheint ja im Oktober schon, Splatoon 2 auch ein Traum, erscheint zum nächsten Monat. Ja, und dann kann man abwarten, was noch kommt. Gamescom liegt jetzt vor uns. Da werden die sicherlich eine SNES Classic Mini ankündigen. Und ja, werden mal sehen, Warum was machen sie noch noch nicht mal kommt. mehr eine so eine Neuauflage nochmal vielleicht? Für? Jetzt lädt Discord gerade, ich verstehe das nicht. Warum machen sie nicht nochmal so eine Konsole wie den SNES? Naja, den NES hatten die ja letztes Jahr als Neuauflage. Und ich denke mal, dieses Jahr wird tatsächlich der SNES kommen. Es presst alles Mögliche darauf hin. Ich möchte so ein, wenn schon möchte ich so ein Original haben, kein Remake. Na gut, wenn ein Remake wird kommen, weil Original es ist, glaube ich, so unsinnig. Ja, das war's auf jeden Fall von der E3. Ne? Ich meine, in insgesamt war es ja wirklich ganz cool. Besser als letztes Jahr, wo Nintendo irgendwie nur ein paar Events hatte, also ein paar Treehouse-Streams und sonst nichts. Ich hoffe, ihr seid dann zu Gamescom wieder dabei. Das ist die nächste große Messe. Ich bin vielleicht auch zusammen mit Mystery Fox und ein paar anderen vor Ort. Das kann ich aber noch nichts darüber sagen. Wie das sein wird, darüber wird es in den nächsten Wochen vermutlich noch ein bisschen was an Informationen geben. Das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet genauso eine schöne E3 wie ich, Leute. Danke fürs Zuschauen beim Stream und beim Mitmachen vor allem in den letzten Tagen.
Das war echt cool von euch, weil ohne euch, eure Kommentare und hier auf Discord, wäre das, glaube ich, nur halb so lustig gewesen, wie es tatsächlich war. Wer weiß, wir können nicht alles bestätigen. Das war's jetzt aber endgültig, liebe Leute, mit der E3. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Oh.